Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Happy Halloween Video hier in American Truck Simulator. Wir befinden uns hier immer noch beim Hole in the Rock bei Moab. Letzte Fahrt für heute, für mich. Da ist dann auch direkt mal wieder die Switch ausgegangen. Boah. Zwei Stunden. Weiß ich nicht. Wir haben es gerade 19:25, by the way. Deswegen weiß ich nicht. Ach komm. Hoffentlich geht's nach Houston, was wir gerade hier sehr schön sehen. Viel über Interstates und nicht viel über Highways. Abfahrt, wir sind auch schon fast in der Nähe von Coastline Mining. Stay right. Ich habe auf F5 gedrückt. Was auch too much war, aber ich habe es dennoch getan. So, wir sind doch schon fast gleich da bei Coastline Mining. Zwischendurch müssen wir auf alle Fälle mal tanken. Das steht schon mal fest. Dann schaue ich mir gleich mal an, wie die Fahrt so ist. Und wir schauen uns bitte gemeinsam an. Ob es viel Interstate ist oder nicht. Ich hoffe es wirklich. Sonst kommen wir. 1200 Meilen sind da schon eine Menge. Und es ist schon spät und ich bin schon lange dabei. Hier müssen wir lang. Noch ein bisschen weiter hinten irgendwie. Im geistigen Kopf. Sagen gleich hier rechts lang. Rechts halten. Caution. Please mind the speed limit. Never mind. I'll find a new route. Recomputing. Wir fahren hier rum. Make a U-turn. Nee, mach ich nicht. Gut, erstmal Freeway und dann geht's auf die Interstate 40 und dann nur noch die Interstate 40, die dann nach Amarillo zum Freeway wird, der dann zwischen Fort Worth und Dallas geht's dann auf die Interstate 45 und dann, ich denke mal, das dürfte eine gute Fahrt sein, schnelle Fahrt. So wie es gerade auch passend ist für mich. Aber schön, dann geht es ab nach Houston. Ab nach so richtig rein in Texas. Dann werden wir jetzt von Texas ein bisschen mehr als nur die 1,09% erleben. Ich hoffe auch am Tage. Wenn nicht, ist dem halt so. Caution. Please mind the speed limit.
Das Ding ist, mittlerweile braucht man eigentlich auch gar nicht mehr die Garagen sich zu holen. Die Garage war ja früher immer so ein Schnellreisepunkt, aber mittlerweile kann man ja Schnellreise, glaube ich, allgemein machen. Kostet halt nur Geld. Das Einzige, was, glaube ich, ändern würde, man würde kein Geld zahlen, wenn man sich zur eigenen Garage halt porten lässt. Aber ansonsten, mit dem bisschen Kleingeld, was man hat, man braucht es nicht zwingend. So, hoch auf 65 beschleunigen wir mal. Stay right. Und halten es uns rechts. Wo soll denn da der Hole in the Rock sein? Das habe ich immer noch nicht, glaube ich, so richtig gesehen. Wegen des Pfeils war ich jetzt gerade wieder irritiert. Oder interessiert, besser gesagt. Dadurch gab es dann zumindest mal 1%. Warum sollte man noch heile fahren? Man immer wieder von der Duty ein bisschen angepumpt werden kann, wenn man auf der Waage muss. Oh, das könnte auch echt eine viele Wagen werden heute in dieser Fahrt. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ach, über ein Like freuen. Erfreut auch den YouTube-Algorithmus, wenn ihr das Video liked oder kommentiert oder das Video halt auch einfach nur anschaut. Je länger ihr schaut, desto mehr mag er euch. Und das YouTube-Algorithmus das Video. Und wenn ihr auch nichts verpassen wollt, dann würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Ich habe mir auch gerade den Griechenland-Trailer angeschaut, den Teaser-Trailer. Muss ich hinzufügen, dass es ein Teaser-Trailer ist. War schon sehr, sehr nice anzusehen. Mal abgesehen von der musikalischen Untermalung. Was mir jetzt gerade so besonders hängen geblieben ist, ist eigentlich. Das war diese Hafenszene. Die war echt sehr nice. Hatte so ein sehr schönes mediterranes Flair. Ich freue mich auch, ich bin sehr gespannt. Stay left and then turn left. Ist für mich vergleichbar und so. Aber. Oh Gott. Aber ich erinnere mich an Griechenland noch von Colin McRae Rally 04. In Griechenland bin ich mal gerne gefahren. Ist auch schlecht. Uralter Spiel, ne? Wann ist das? 2006, maybe? Wenn ich irgendwann ein Setup habe mit Lenkrad und Pedalen, dann wäre ich auch auf jeden Fall wieder. Wieder Rennspiele anfassen, sowohl Rennspiele als auch Rennspiele und Rallye-Sportspiele. Go straight. Stay right. Dann hat es mir damit auch angefangen. Also auch, ne? Nicht nur, aber auch. Aber ich habe auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe auch auf dem Rennspiel angefangen. Das erste Spiel, was ich mir gekauft habe, war ein
ein Rennspiel, allerdings eher so Monster Truck-mäßig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf alle Fälle irgendwas mit Offroad. Habe ich hier auch noch im Schrank rumliegen. Offroad Racing, irgendwie sowas um den Dreh. Oder Offroad Arcade, irgendwie sowas. Das war halt auch schon echt ein bisschen mehr arcadig. Aber habe ich viel gespielt. Erinnere mich noch, dass ich es viel gespielt habe. Alles noch in der Zeit vor Steam. Oder war es sogar vor 2006? Genau 2004 gewesen sein. Aber es war, ne, also, auch, ne, war alles physikalisch. Disk und so weiter. Link nur in Zeiten. Ist ja heute mit den ganzen Spielen, die man so hat, über Steam und so, ist es ja auch. Boah, sonst wo digital ist das ja auch echt fast nicht mehr möglich, wehe. Ist ja nicht so, dass es eine lange Fahrt ist. Oh, eine komplett andere Rie. Okay, das heißt, wir fahren jetzt nicht. Dann würden wir über Farmington fahren. Dann fahren wir über Farmington. Gar kein Problem. Fahren wir eine andere Route. Über Durango sind wir genügend gefahren. In der letzten Zeit auf alle Fälle. Wir sind kurz vor der 200er Marke. Was die Stunden betrifft, die ich jetzt gefahren bin, in Game, beim Halloween Event. Ach, ist grün. Ja, ist grün. Go straight. Leider nichts anderes übrig. Turn left. Weit ausholen. KI muss ja unbedingt fahren.
Weiter geht's. Noch. Wir haben gerade 100 Meilen geschafft, ey. Wir kommen auch wieder nicht in die Pötte, ich merke das schon. Ich finde auch schön, wie auf dem Gelände hier, wo die 15 eigentlich eingesetzt sind, einfach nicht das reinkickt. Aber wenn wir jetzt gleich hier wieder auf dem Highway fahren, dann dürfen nur 15. Oh, 30, sehr schön. Weikertung ausgeholt. Bringt aber nicht wirklich viel, wenn die KI 15 fährt. Richtung Cayenne, da fahren wir jetzt. Turn left. Weiter nach Houston. Caution. Please mind the speed limit. Ja, wie gesagt, Freeway würde ich begrüßen bei der langen Fahrt oder Interstate, beides ist genehm. Dann haben wir nicht so viele Ortsdurchfahrten. Ich schätze mal vor Texas, muss ich nochmal tanken. Go straight. Wieder auf 65 beschleunigen. Die Highways, die kosten dann echt Zeit. Wir sind sogar mittlerweile runter auf 51 Meilen pro Stunde, was die Durchschnittsgeschwindigkeit betrifft. Einfach weil wir so viel durch Orte durchfahren. In den letzten Fahrten, weil wir immer wieder diese Kleckerdörfer haben, diese Strecken, wo wir durch verschiedene, viele, viele Dörfer durchfahren. Oder Städte. Und wir haben gleich die 200er-Marke geknackt. Turn left. Keine freie Fahrt für mich. Noch nicht. Aber ja, mit dem Review vom Griechenland-Trailer können wir jetzt ja auch sicher sein, dass dann auch bald losgeht mit den ganzen Infoblocks. So wie es ja gerade bei Kansas ist. Geht's ja auch so langsam los. Ach ja, wir beide so. Weiß nicht, doch. Ja, doch. Ich fahr mal doch raus. Stay right, then turn right. Macht, glaube ich, keinen wirklichen Unterschied.
Ob ich jetzt gerade ausfahre oder rechts oben abbiege. Weil ich mich, glaube ich, rechts halten kann. Go straight. Es ist grün. Oh. Die müssen doch Giveaway machen. Oh, hat sich die KI jetzt auf der rechten Spur festgefahren? Nee, gut. Langsam nagt der Hunger in mir. Ich habe heute bisher nur gefrühstückt. Ich war zu fokussiert auf die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und dann fahren wir hinter der State Police vorbei, hinterher, meine ich. Ich glaube, es tut sich echt nicht, wo man durch, wie man durch Farmington durchfährt. Da tut es sich echt nicht. Ein Volvo-Händler, decken wir den auf. Ja. Sehr schön. Ich frage mich ja, wie denn die Voraussetzungen sind für den Gebrauchtwarenhändler. Ob man da auch drei Trafaks braucht, um dann irgendwie das online machen zu können oder ob man immer hinfahren muss. Hat man das automatisch den Gebrauchtwarenhändler oder muss man den Händler erstmal aufdecken? Diejenigen, die in der Open Beta gerade spielen oder Alpha oder whatever, aber ich glaube, ich glaube, es ist gerade in der Open Beta sogar. Die werden es wahrscheinlich wissen. Im Gegensatz zu mir. Go straight. Aber das sind Sachen, die mir jetzt gerade so eingefallen sind, wo ich gerade den Volvo-Händler aufgedeckt habe. Ich befürchte, ich muss sogar zweimal schlafen. 8 Stunden? Ja, doch, ich muss, glaube ich, zweimal schlafen. Ah, bei dem ist halt so.
könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für das Griechenland-DLC so wünscht. So an Features, an Trailern, an Frachten. Ja, ist ja gut. Ich habe abgebremst. Ging dir alles noch nicht schnell genug? Ja, er bremst sich wieder aus. Natürlich. Das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Wir haben übrigens die 200er-Marke geknackt. Die 200-Stunden-Marke. Und der war endlich hier ausfahren, die 65. Können wir jetzt zumindest wieder ein bisschen mehr reißen. Und kommen unter Umständen auch vielleicht voran. Auch was die Durchschnittsgeschwindigkeit betrifft. Für die ganzen Fahrten hier. Ich denke mal schon. Ich denke mal, die Fahrt wird die Tour nach Houston, die. Na, da fahren wir doch schon gute Geschwindigkeiten. War ich wieder zu weit links, okay, ich verstehe. 10.000 Meilen übrigens auch geknackt. Bergab, ich glaube schon, oder? Oder ist gerade gerade Strecke? Man sieht so wenig bei Nacht. Es fällt auch wieder in den Nachtfahrt in Texas rein, ne? Oder durch das durch, besser gesagt. Wobei ein bisschen Tagfahrt haben wir vielleicht, weiß ich nicht. Weniger als 1000 Meilen nach Houston. Mittlerweile merke ich so, was die Strecke, die ganzen Fahrten, wie die einfach an Energie saugen. Deswegen bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich heute jetzt die 4 Fahrten mache und Samstag dann nur noch 3 muss, um Sonntag eine zu machen.
und wir verlieren wieder an Geschwindigkeit, denn es geht runter auf eine weiteren halbe Interstate. Und es geht sowieso runter von der Geschwindigkeit, interessant. Noch mehr? Highly. Stay right, then turn right. Wollen wir mal, Albuquerque ist auch geschildert, naja. Interstate 25 South Albuquerque. Turn right. Und wieder beschleunigen auf 65. Zum Glück haben wir nicht den Struggle um, oder hatten wir den Struggle um auf die Autobahn zu mergen. Ach, Autobahn, meine Güte, auf die Interstate zu mergen. Ach stimmt, Albuquerque war ja auch sehr viel mit Casinos. Und dann biegen wir ab Richtung Santa Jose, wobei es eher Richtung, ja doch, es geht Richtung Santa Jose. Santa Rose, natürlich. Nicht Santa Jose. Stay left. Stay left. Doppelt left, okay. Ja, Albuquerque. Ist man ja auch super viel gefahren. Einfach weil es halt auch schon relativ früh im Game zu befahren war. Wait, wir müssen noch langsam recht schlafen. Vielleicht müssen wir noch einmal schlafen. Interessant. Eventuell kriegen wir es auch nur einmal schlafen, wenn. Und tanken mussten wir auf alle Fälle. Vielleicht kriegen wir beides in einem hin. Vor Amarillo vielleicht schlafen. Wobei geht das? Das ist halt sogar. Weiß ich nicht, ich glaube, ich muss vorher tanken. Drive safe. 900 Meilen noch, werden wir sehen, ne? Wenn hier Tankanzeige blinkt, dann die nächste mögliche Möglichkeit raus. Und dann mal schauen, wie es mit dem Schlafen ist. 10.500 Meilen. Runter bei der Fahrt. Kann ich so lenken, dass ich sehe, wie viel der Truck insgesamt hat? Nee. Nicht wirklich.
Aber hier ist immer schön, wie der Kürbis leuchtet. Das gefällt mir sehr. Fahren wir auf. Die Spur. Es ist so wunderschön hier mit dem Nebel alles. Kann man ein geiles Foto hiervon gemacht. Wird wahrscheinlich nicht das Thumbnail werden. Eventuell wahrscheinlich wird es die Skyline von Houston. Wäre es halt doch schon bei Nacht auch schon nice, da reinzufahren. Aber die Skybox ist halt jetzt auch schon so super schön. Da wird es eine 1,49 halt auch echt richtig geil. Freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Was auch immer wir hier für einen Punkt haben, weswegen wir hier eine Kamerafahrt haben. Vielleicht sehen wir das ja noch im Laufe des Halloween-Events. Aus Halloween-Events. Es ist ja eher. Man muss es ja auch richtig aussprechen können, ne? Oder auch richtig aussprechen. Vom Können, sei mal ganz sehr gesagt. Meilen noch bis Houston. Mal schauen, ob wir erst schlafen müssen oder erst tanken. Das könnte auch noch witzig werden. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. So, also bei Santa Rose. Meine Güte, ich wollte schon wieder Santa Jose sagen. Aber es ist Santa Rose. So, Santa Rose. Wo wir dabei richtig aussprechen müssen. Ist sind, genau. Ich kann nicht mehr sprechen, man merkt's. Ich bin ja aber auch mittlerweile seit. Ja, mal eine Stunde weg, 6 Stunden dabei. Da kann man schon mal ein bisschen die Sprache verlieren. Auch mal gespannt, wie an die Sonnenstrahlen dargestellt werden in der neuen Skybox. Rest Area brauchen wir noch nicht. Ich glaube, wir brauchen erst die Rest Area und dann müssen wir tanken.
Dementsprechend wäre ein Truckstop, glaube ich, sogar gar nicht mal so verkehrt. Ah, hier sind wir. Ich erinnere mich. Vielleicht wieder so langsam werden. Fahre ich vorausschauen und geh schon mal auf die Überholspur. Er biegt auch noch ab. Aber weil wir noch bei Chuck and Carry sind, bleiben wir mal hier. Wir haben mal drei Exits. Zwei Exits sind es, gibt es ja noch. Vor der linken Spur fahren sie auch mittlerweile langsamer. Er biegt auch schon ab. Ich ordne mich rechts ein. Stay left. Was wahrscheinlich ein Fehler war. Es war einer. Nicht nur wahrscheinlich. Wir müssen sogar erst tanken. Das Lein setzt sich von vorne echt nichts mehr, ne? Also, kann ich mal entscheiden, es gibt Gas. Wenn auch bestimmt jetzt gleich wieder langsamer. Ich sehe es schon kommen. Und wir erreichen New Mexico. Oh. Das heißt, eben erst tanken und dann nächste Möglichkeit zum Pennen raus. Aber wir können auch schlafen. Ha, schlafen, wer schafft man nicht? Weiß ich nicht. Ja, okay, wir schlafen auch. Okay, let's find a new route. Coole, interessante Möglichkeit zum Tanken und auch muss man hier tanken.
verwirrt. Wahrscheinlich dahinter, ne? Hauen wir uns mal erst aufs Ohr und tanken dann. Ja, wir fahren in die Nacht hinein. Reicht das aber für die Skyline? Maybe. Cool mit der LKW-Tanke hier hinten. Sehr, sehr coole Tanke. Das wäre ein cooler Truckstop. Klein, aber fein. $7.000. Dann wollen wir hier drehen und wieder auf der Bahn fahren. Go straight. Sogar ohne Stop and Go straight. Ja, jetzt bin ich jetzt gleich ein bisschen. Moment, wie jetzt? Was? Hä? Ah, okay, ja, ich verstehe. Sehr, sehr, sehr nice Stelle. Muss man ja mal sagen. Vielleicht müssen wir auch mal dahin liefern, wer weiß. Oder unsere Fracht von dort abholen. Wir fahren in die Nacht hinein nach Houston in Texas. Ja, das reicht. Wir haben 2 Stunden gut. Wir haben 2 Stunden gut. Allerdings ist dann glaube ich schon Tag, wenn wir bei der Skyline sind. Also wir haben nicht so einen schönen Nachtscreenshot wie zu Beginn der Folge. Man sehen konnte. Wir sind aber noch nicht in Texas, ne? Wir sind noch in oder? In New Mexico. Ne, wir sind schon in Texas. Never mind. Caution. Please mind the speed limit. Ja, ja. Zeitlich gesehen dürfte das dann so gegen 21:15 Uhr dürfte ich spätestens durch sein. Oder 10. Den wird aber erst gegessen. Das steht schon mal fest. Da gehen die Lichter an. Stay left. Houston ist noch nicht ausgeschildert. Aber gut, Text ist auch groß, ne? Auch wildes Kreuz. Auf der Map zumindest. Ich bleib mal links. Ich weiß nicht so ganz, wie das in Texas ist. Okay, war richtig.
ist aber rechts halt nach Fort Knox. Fort Knox, genau. Nach Fort Worth. Stay right and then turn left. What? Turn right. Ah, stay left, okay. Oder, hä? Ich bleibe jetzt einfach rechten Spur. Go straight. Wir, danke. Hätte ich zwar auch ein bisschen Platz machen können, aber... Na. Aber ist vielleicht eine gerade Strecke, wo ich kurz mal aufstehen kann, dass ich die eben anschließen kann? Die ist nicht lang genug. Die danach könnte lang genug sein. Mir geht der Akku zu Neige und dann, bis ich quasi dann fertig bin, wäre das Handy dann wieder aufgeladen. Wäre ja praktisch. So, gerade Strecke. Einmal ausrichten, bitte. Ich wusste, dass ich zu weit nach links schwerbe, aber hat noch gepasst. Glück gehabt. Kann man nicht nur sagen. High risk, high reward. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich zwar Schluck auf, aber gut. Ich fahre immer noch nur 60. Fünf Meilen pro Stunde im Schneller darf ich fahren. So, Texas bei Tag wäre natürlich auch geil, aber irgendwann erleben wir es auch nochmal. Haben halt gerade echt nur so das Glück, dass wir Nachtfahren haben. Und tagsüber halt schlafen. Ich glaube, bei Griechenland würde ich halt echt auch so teilweise ja, Pisten durch die Berge, also halt so wirklich sandige, nennen wir es mal Feldwege fühlen. Nice. Durch die ganze staubige Landschaft. Und werden wir mal sehen, wie karg Griechenland dann werden wird.
sind wir denn jetzt? Falls es ein Schild gab, ich habe es nicht gesehen. Aber wir stehen auf alle Fälle wahrscheinlich zwei Ampelphasen hier. Denn die Schlange ist lang. Die Lange ist Schlange, genau. Denn die Lange ist Schlange. Und langsam ist er. Go straight. Na? Nee. Aber zumindest Pole Position. Und weiter geht's. Durchschnittsgeschwindigkeit wieder hoch auf 52 Miles per Hour. Mal schauen, ob Texas es schafft, das nur auf 53 wieder zu erhöhen. Wie es ja ursprünglich war. Ab Richtung Wichita Falls. Kein Stoff wahrscheinlich auf 65 wieder. Schön, wie es wieder bergab geht. Wie gesagt, Freeway ist auch angenehm. Kommt auch sehr gut voran. Schaffen wir also nicht. Schaffen wir einen Rutsch. Aber schaffen wir. Ach ja. Bigger Texas, oder wie war's? Oh, echt ein großer Start. Grad fahren, haben wir noch draußen. Auch weil ich gerade die Umrechnung nicht im Kopf habe. Okay, das bewegt sich einfach mit der Nadel mit, ich verstehe. Ich mich mal
weil kurz gefahren, was ist rote? Das bedeutet, aber es ist, glaube ich, dann alles immer im selben Bereich. Das ist quasi der Indikator, wo das gerade ist. Die Nadel, falls man die Nadel nicht sieht. Der Wasserturm von Wichita Falls. Ja. Stay right. Und auf 60. Immer noch 60. Das bremst es nur einfach so ab. Penner. Und hoch auf 5 und nein, bleiben bei 60. Erst aufmal nur Wichita Falls, The Lone Star State. Stay left. Na klar. Stay left. Weiterhin links halten, natürlich. War das schon die Skyline? Downtown wodurch wir ja gerade durchgefahren sind, wo wir rübergefahren sind. Besser gesagt. Ich kann schneller fahren. Mal wieder. Ich hab's mal wieder nicht gesehen. Mal wieder nicht aufgepasst, dass da die 75 wieder waren. Die wir fahren dürften. Mittlerweile unter 400 Meilen. Bis Houston. Wieder zum Überrunden ansetzen gleich. Was halt weird und nervig ist, weil wir halt, ne, ich muss nicht, weil wir halt unter dem Dispute damit einfach sind. Und trotzdem teilweise schneller. Als die KI-Kollegen. Ja, im nächsten Video werden wir auf jeden Fall die 100.000 knacken. Also wahrscheinlich, es sei denn, wir werden eine 40.000 Fahrt machen oder eine 50.000 Fahrt, aber ansonsten. Wenn wir eine 60.000 Fahrt machen, dann knacken wir die 1 Million. 100 Millionen, ja. Ja, noch nicht ganz. Kleiner Milestone ist dann durch. Ein kleiner Meilenstein. Aber erstmal Fahrt beenden.
Dann wird wieder fleißig gebremst. Was für eine Skyline haben wir denn jetzt hier von Fort Worth? Oder Fort Worth? Fort Worth oder Fort Worth? Schreib's in die Kommentare. Weil ich garantiert wieder nicht nachschauen. Das ist gar nicht wieder vergessen. Erst auf meine Fort Worth. Fort Worth. Der Ozark State 4 von 30 und das geht jetzt auf die 35 West. Ah, ich glaube die 65 können wir beibehalten. Schön langgezogene Rechtskurve. Wo noch gebaut wird. Das Kreuz ist noch nicht fertig. Das wäre auch ein super nices Event für World of Trucks. Beton, whatever, man alles für das Autobahnkreuz, für das Interstate-Kreuz benötigen könnte, dass man das liefert als Community. Und dann, keine Ahnung, ein Mulde, ein Kipper oder was weiß ich, ein Radlader, der da runterhängt, oder den man platzieren kann, oder ein Paint-Job. Möglichkeiten gibt es da ja eine Menge. Wie gesagt, auch dynamische Sachen wären halt nice, ne? Also, ich schätze mal, dass SES-Software das auch irgendwann mal machen wird. Also, noch mehr machen wird, als wir es ja schon gemacht haben. Wie mit dem Genua Event. Stay right and then exit right. Exit right. Die 40 mussten es eigentlich nicht sein, aber die KI macht es halt einem auch ein bisschen vor. Und lieber auf Nummer sicher gehen, als im Nachhinein aus der Kurve rauszufliegen. Und dann geben wir mal Gas. Bleiben wir links. Erst auf mal in Dallas 35 vom Lone Star State. Geht weiter Richtung Waco. Richtung Waco. Wahrscheinlich hier Waco und nicht Waco. Aber wir fahren nicht raus nach Waco. Für uns geht's weiter an Dallas vorbei. Wild, diese Kreuze. Das ist halt echt schon Texas. Nein, nicht raus. Weiter nach Houston. Ja. Denn es geht nicht weiter nach But Shreveport? Also das ist Shreveport, sondern das geht nach Texas. Und die 40 waren angebracht.
Wir haben einfach nur freie Fahrt. Es ist super, ich liebe es. So könnte es öfter sein. Bypass auf unserer Seite. Ja, selbst solche... Es ist halt Texas, ne? Bigger Texas halt. Ja, mittlerweile ist Houston auch ausgeschildert auf den kleinen Tafeln. Ich denke mal, so eine 180 Meilen sind wir in Texas, in Houston. Denke ich mal. Wir fahren ja zumindest doch schon noch ein bisschen Strecke durch Houston durch. Ich denke, Waco und Tyler. Die Freeway Interstate. Intersection Prefabs hier sind ja auch echt crazy. Variation ist da, würde ich sagen. Man hat was zu erleben. So wie es sein sollte. Okay, wir waren schon. Vielleicht haben wir es noch nach Houston. Noch ein bisschen. Klar. Wir müssen noch 100 Meilen. Vielleicht fahren wir sogar beim Morgengrauen durch Houston. Schön mit dem Nacht. Ich frage mich ja, wie der Sternenhimmel dann aussieht in der 149. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Texas hat einfach zu viel Platz. Wie groß die Rest Area sein muss. Wenn man einfach gefühlt 3 Meilen vorbeifährt. Also, um die Skalierung auf die Realität zu beziehen. Diesmal müssen wir raus, super. Das war ja auch so schön. Es ist einfach zu lange gut gegangen. Ah, no parking. Ist das auch auf, ich habe hier Scanner oder was ist das? Na, wahrscheinlich um eine Inspection zu machen, wenn es mal regnen sollte oder so, keine Ahnung.
falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das wäre zumindest meine Antizipation gewesen. Warum denn nur 50? Ja, wir erreichen gleich Houston. Wahrscheinlich sogar echt zur perfekten Uhrzeit. Warum darf ich nur 50 fahren und der Scheller? Ich hätte wahrscheinlich sowieso schon 50 fahren dürfen, aber ich hätte, glaube ich, eine Strafe zahlen müssen. Eine sehr hohe Strafe. Weil ich dann 15 Kilometer pro Stunde, Miles pro Stunde über dem Speedway gewesen wäre. Huntsville, wir sind erst bei Huntsville. Aber Houston kommt danach nach. Sehr gut, ich war mir nicht sicher, ob er auf meine Spur kommt. Und ich habe den richtigen Knopf nicht rechtzeitig drücken können, um es herauszufinden. Ja, ich glaube, die Sonne ist dann aufgegangen, wenn wir in Houston sind. Oh, Florida und die Florida Keys freue ich mich ja auch schon. Aber das ist noch ein bisschen hin. Maybe 2025, 26 vielleicht. So ganz grob geschätzt. Und New York City wird wild, wie sie es darstellen. In irgendeinem Teil von 18 Wheels of Steel konnte man ja da, oder in allen, weiß ich gerade gar nicht, konnte man da ja schon sehr gut durchfahren. Und in Chicago, wenn Chicago ist. Ist Chicago schon? Nee, ich glaube noch nicht. Ne, da sind wir noch nicht. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Nee, da. Hier, Chicago. Detroit, die Gegend. Da wäre es auch sehr, sehr nice, wenn die Katakomben dargestellt werden. Also die unterirdische Abladestellen. Katakomben der Stadt. Das wäre sehr geil. Und dann haben wir sie, vor allem ihn, den ersten Aufenthalt in Houston. Und da ist sie, die Skyline von Houston. Der will auch noch sehr nahe kommen werden. Aber schon nice, das Bild. Dass man einfach wirklich Meilen voraus schon das alles sieht. Ja, habe ich ja. Rechts halten.
links halten. Immer wieder aufs Neue. Rechts halten wir auch gegangen. Stay left and then exit left. Exit left. So ein Exit war's. Go straight. Interessant, hab ich auch gleich direkt das Geile von. Das Trophäenbild von der Skyline von Houston. Ja. Das ist aber auch wild hier, die ganzen Autobahnkreuze. Ich sah schon wieder Autobahnkreuz. Die ganzen Interstate-Kreuze. Intersections. Meine Güte. Stay left. Ob ich das nochmal gebacken bekomme? Ich bezweifle es. Wahrscheinlich, wenn ich dann in ETS 2 unterwegs bin, dann sage ich wieder Interstate. Wenn falsch und auch konsequent falsch. Vergiss nochmal hin. Wallbird, genau. Ja, okay, wir überholen. Aber hat gerade noch so rechts überholen, da müssen wir jetzt raus. Alles gut, wir sind gleich da. Noch nicht hier, dann erst später. Turn right. Ah, gut abgetimt. Und links halten. Stay left. Then turn left. Aber direkt ein Schlafplatz hier. Turn left. Zwar keine Werkstatt, aber der Bedarf ist ja nicht wirklich da. Okay, wo muss ich jetzt lang? Jetzt muss ich hier rechts lang, okay. Kannst auch über den Parkplatz rüber wahrscheinlich, aber. Oh je. Hier soll ich lang, ich verstehe. Ganz schön eng. Zumindest der Beginn. Up to the delivery. Finally, we are here. Ist ein einfacher Spot. Ja. Wunderbar, relativ gut getimed. Vielleicht schon ein bisschen früher als ich dachte. Denn 5%, 4, ja, nur noch nicht die 5%.
Sehr schön, dann liefern wir die letzte Fahrt des Jahres ab. Halloween Treats Ausreise von Moab nach Houston geliefert. Gefahren statt 1300 Meilen, 1 Stunde 36 haben wir verbraucht. 203 Gallonen verbraucht, das war der 224. Auftrag in ATS von Roller Trucks. Es gab 2000 Dollar und 2600 Erfahrungspunkte. Ja, da fahren wir dann eben gegenüber und hauen uns dann auch in die Kohle, ne? Ich muss mal gucken, ob ich unten noch Lack hinbekomme und nicht Kunststoff. Aber alles dann ja. All das dann nach dem Event. Weil ich dann sowieso schaue, was ich alles freigeschaltet habe bis zu dem Zeitpunkt. Nice. Tag mal nochmal voll. Muss ich das nächste Mal nicht machen. 3,41 Dollar, okay. Und ab zum Pennen. Wir können sogar hier schon pennen. Interessant. Machen wir das doch mal hier. Dann bedanke ich mich vielmals beim Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch schon im nächsten World of Trucks Halloween Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.